riskierst dein Leben bedingungslos, wenn du mich mal wieder retten musst mit deinen Superkräften. Herzlich willkommen, wir sind Leon Herz. Ja, wir sind hier heute am Set von unserem allerersten Video und wir drehen gerade schon die ganze Zeit ganz fleißig. Superheld wird das Video heißen und wir sind tierisch aufgeregt. Ja, ist total toll. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben einen ganz, ganz tollen Regisseur und ein super tolles Team und sind total glücklich, hier zu sein und freuen uns aufs Ergebnis. Du stellst die Welt auf den Kopf und hältst die Zeit an. Was wären wir ohne einen Superman? Es heißt, wir Frauen regieren die Welt. Doch was wäre sie ohne einen Superheld? Single Superheld singen wir davon, dass ja eigentlich wir Mädels die Welt regieren. Wir haben festgestellt, klar, wir verdienen unser eigenes Geld, wir regeln unser eigenes Leben, wir sind eigentlich super unabhängig, aber trotzdem ist es ganz schön, so einen lieben kleinen Superheld, einen Mann an seiner Seite zu haben. Ja, es ist eigentlich ein Song für die Männer, ja. Weil es so viele Songs gegen die Männer gibt. Wir dachten, wir schreiben mal für die Männer. Einen Helden im Mann. Genau, für die Männer. Der Name Neonherz, der hat eigentlich zwei Bedeutungen. Das Neon ist auffällig und laut und schrill und hat natürlich auch viel mit den 80ern zu tun. Das ist natürlich auch eine Inspiration, klar. Aber das Herz ist so unser Innerstes, das ganz Ehrliche, das Persönliche, das, was wir denken, was wir fühlen. Genau, es sollte so ein bisschen die Kombination irgendwie sein, was unsere Texte im Endeffekt widerspiegeln. Auf der einen Seite dieses total Maskenlose, wo wir wirklich ganz klar in bestimmten Songs irgendwie unsere Meinung sagen und auch Themen ansprechen, über die jetzt vielleicht ansonsten nicht so frei von der Leber geredet wird. Auf der anderen Seite aber eben mit ganz viel Herz, also mit ganz viel Sensibilität und mit ganz viel Empathie und eben viel Ehrlichkeit. Und das war so die Kombination, die wir schön fanden. Also schrill und ehrlich. Bei der Fotosession für unser erstes Album, das Neonherz-Album. Unsere Musik ist deutsche Popmusik mit deutschen Texten. Tanzbar. Ja. Und mit Elektro-Einflüssen auf jeden Fall. Ein Biergefühl. Und auf jeden Fall viel für gute Laune dabei, aber auch Songs, bei denen man zuhören muss und nachdenken. Auch mal nachdenken soll. Um sich alles zu geben und das Wasser färbt sich rosenrot. Unsere ganz persönlichen Geschichten, beziehungsweise einfach Geschichten, die uns berührt haben, über die wir es wichtig fanden zu schreiben. Und die kommen manchmal auf ganz verrückte Art und Weise, ne? Mal schnell unter der Dusche, oh Gott, ich habe eine Idee, ich muss es schnell aufnehmen. Ja. Beim anderen Mal sitzen wir zusammen, skypen und plötzlich so, ich habe eine Idee, oh stimmt, geil, machen wir. Und dann entstehen die Songs auf ganz verrückte Arten und Weisen. Der sich für super hält. Wir brauchen einen Superheld. Du rettest uns aus jedem Feuer. Jürgen hat irgendwie einen Satz gesagt und ich habe ihn vollendet oder ich habe eine Melodie angefangen zu singen, die sie aufgegriffen hat und es ist wirklich genau so geklappt, weil wir unheimlich gerne zusammen schreiben und auch zusammen singen und natürlich auch Freundinnen geworden sind in der Zeit. Und so hat sich das dann entwickelt. Ein Neonherz. Ein Neonherz. Zwei Neonherz.